Bronzong ist ein Pokémon mit den Typen Stahl und Psycho, existiert seit der 4. Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Bronzel. Bronzong ist ein fliegendes, stählernes Pokémon, welches vorwiegend in Blau erscheint. Die Augen haben eine rote Farbe mit einer hellblauen Pupille. Zwischen den beiden Augen befindet sich ein kleiner Mund mit drei weißen Zähnen. Der runde Körper basiert auf einem Dotaku und wird von vielen dunkelblauen Verzierungen geschmückt. Oberhalb seines Körpers besitzt Bronzong einen weißen Ring und darüber einen senkrechten halben Metallring, von dem seine langen, eckigen Arme ausgehen. Und in seiner Shiny-Form wird das Blau durch ein Grün ersetzt und die Augen werden orange. Bronzong ist ein eher defensives Pokémon und benutzt beim Einsatz von Attacken seine starken Metallarme, um den Gegner massiv zu schaden. Bei Attacken wie Gyroball oder Finte wird dies besonders deutlich. Es kann jedoch auch seine psychische Kraft benutzen, um den Gegner mit Attacken wie Psychokinese oder See aus der Ferne zu attackieren. Mit Verteidigungsattacken wie Eisenabwehr ist es Bronzong auch möglich, mithilfe seiner kräftigen Arme die Angriffe des Gegners gekonnt abzuwehren, und es benutzt Portale zu anderen Welten, um große Regengüsse herbeizurufen, wovon die Menschen sich reichhaltige Ernten erhoffen. Mit der Fähigkeit Schwebe bekommt es volle Immunität gegen Bodenattacken. Es kann aber auch die Fähigkeit Hitzeschutz haben, wodurch der Schaden von Feuerattacken halbiert wird, oder die versteckte Fähigkeit Schwermetall, wodurch sein Gewicht verdoppelt wird, was besonders für gewichtsabhängige Attacken wie Ramboss sehr wichtig ist. Vor etwa 2000 Jahren wurde Bronzong bei Grabungen auf einer alten Baustelle in der Nähe von Kraterberg gefunden. Von da an verehrte man es aufgrund seiner starken Fähigkeiten. Der Kraterberg ist einer der wenigen Ansiedlungsorte von Bronzong. Es hält sich im Schrein der Ernte auf, weil es dort bereits vor vielen Jahren zur reichen Ernte verholfen hat. Es lebt seit jedem Jahr dort, weil es nicht von dort wegkommt, denn besagter Ort ist nur mit Surf und Kaskade zu erreichen und Bronzong kann nicht schwimmen, da es ein schweres Stahl-Pokémon ist. Auch heute findet man manchmal noch eins von ihnen unter der Erde begraben. Und dabei ist es der zweite Teil der Entwicklungsreihe und entwickelt sich auf Level 33 aus Bronzel. Nimmt bei der Entwicklung an Gewicht und Größe zu, was auf seine recht späte Entwicklung zurückzuführen ist. Seine Farbe wird allgemein ein wenig heller und die Augenfarbe ändert sich von gelb zu rot. Und es nimmt eine Formwandlung von oder eine Formänderung von einem Zahnrad zu einer großen Glocke an. Mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Giftattacken und, wenn es die Fähigkeit Schwebe hat, auch gegen Bodenattacken. Es nimmt Viertelschaden gegen Psychoattacken, halben Schaden gegen Normal-, Fluggestein-, Stahl-, Pflanzen-, Eis-, Drachen- und Feeattacken. Nimmt doppelten Schaden gegen Bodenattacken, wenn es nicht die Fähigkeit Schwebe hat. Nimmt doppelten Schaden gegen Feuerattacken, es sei denn, es hat die Fähigkeit Hitzeschutz, dann nimmt es nur normalen Schaden gegen Feuer. Und es nimmt ab der 6. Generation doppelten Schaden gegen Geist- und Unlichtattacken. Normalen Schaden machen Kampf, Käfer, Wasser und Elektroattacken.